Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, beim letzten Mal kamen wir noch am Ende der letzten Folge hierher, um auch hier weiterzumachen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der genaue Plan war, wie ich hier weitermachen wollte. Ist aber auch egal, ich würde den Plan sowieso umschmeißen und was anderes machen, als ich da vorhatte, wenn ich überhaupt was vorhatte. Ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit überlegt, wie es hier jetzt konkret weitergehen soll und habe jetzt einen konkreten Plan. Und den will ich auch umsetzen. Und zwar will ich zuerst den hier noch nicht vorhandenen Kastenkumpel ans Laufen kriegen. Das ist jetzt mal oberste Priorität. Und dazu müssen wir den natürlich mal hier hinstellen und so weiter, Kabel legen und alles andere hinbauen, was wir noch brauchen. Unter anderem hier auch noch den Turm, der dahin soll. Aber zunächst, und dafür will ich mir jetzt erstmal alle Materialien holen. Wir müssen ja... Ja, ob ich den Turm zuerst baue oder erst den Kastenkumpel hinsetze, das ist eigentlich egal. Ich wollte aber auch noch diesen... Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal jetzt dahin. Da, wo die ganzen Sachen sind. So, was hier? Was haben wir denn da alles? Ach ja, das Rotorblatt noch fertig machen, genau, ja. Und dann den Transformator, richtig, und Advanced Miner. Ja, das ist der Kastenkumpel. Hier, das da. Also würde ich sagen, erstmal den Turm bauen und Windenergie erzeugen. Dann kann sich das Ding hier schon mal aufladen. Natürlich nicht ganz, ist schon klar, aber zumindest so ein bisschen. Okay, also ich will mal schauen, wie weit das mit dem Rotor ist. Denn der muss ja zuerst fertig sein. Denn ich will nämlich den Turm am Stück bauen. Alles mitnehmen. Moment, was wollte ich eigentlich jetzt hier? Kohle, genau, Kohlestaub. 15, ja. 16, das wird nicht reichen. Nee, aber ich muss doch noch irgendwas anderes machen. Naja, und dann den Turm am Stück bauen, alle Materialien mitnehmen. Hiervon brauchen wir noch 3 Stück. Ah, okay. Das, ja, Moment, ich habe ja schon alles mit hier. Ja, toll. Immerhin vier. Ui, jetzt kann ich 2 davon machen. Toll, und ich brauche 3. Und dafür... Ah, da brauche ich auch nochmal solche Dinge. Oje. Moment, aber das geht nochmal? Ah, in den Kompressor packen. Ah, okay. Uff, ja, gut. Also, Kohle, ne? Kohle in den Schredder. Ich habe eine Idee. Ich habe ja noch einen Schredder. Und ja, dann stelle ich den hin. Und wir müssen auf jeden Fall erst den Rotor fertig machen. Vorher will ich mit dem Turm nicht anfangen, weil ich den Rotor ja mit nach oben nehmen will. Hier, genau, da ist er. Dann stecken wir da auch Kohle rein. Nee, da ist keine Kohle. Das ist Holzkohle. Das kann ich nicht brauchen. Und dann stellen wir eben erst den Kastenkumpel in die Scheune. Das geht ja auch. Noch richtig einstellen und so weiter. Den Scanner müssen wir ja auch noch bauen. Den kann ich jetzt einfach eigentlich da daneben stellen, oder? So, dann nehme ich mal hier die Hälfte raus und packe die mal da rein. Ja, da läuft er auch. Sehr gut. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kohle ich da brauche. Das will ich jetzt auch nicht ausrechnen, auch wenn ich das könnte. Nee, ist mir so umständlich. Komm hier, ich nehme mir nochmal... ja, was mit. Und ich sehe schon... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Ich muss Holzkohle machen. Kann ich eigentlich normale Kohle auch machen? Moment mal, muss ich eben nachschauen. Aus den... Moment mal. Kohle hier. Ja, kann ich machen. Aber habe ich Kohleessenz? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Okay, aber ich weiß, dass ich das machen kann. Dann müsste ich eben nochmal Kohle irgendwo abbauen. So, 1, 2, 3, 4. Gleich geht's weiter im Text. 1, 2, 3, 4. Das muss eben zwischendurch mal sein. Wenn ich nichts mehr da habe, dann
nutzt das alles nichts. So, also wieder zurück zum Agrarplatz. Nein, Feld. Hier. Da klatschen wir mal alles rein. So, die kann ich zusammenlegen. Das nehme ich gleich mal mit. Hier ist auch schon ein bisschen was drin. Wie war das nochmal? Ach so, genau hier. So. Und diesen so. Ja. Halt, da. Ach, oh, habe ich da noch Kohle drin? Moment, so. Da ist noch Kohle drin. Ja, aber auch nicht so viel. Naja, okay. Gut. Dann, ja, dann packen wir doch mal alles ein, was wir bislang haben. Das ist ja schon nahezu alles, was wir brauchen. Wir brauchen eben nur noch den Rotor und den, was war das? OV-Scanner. Ja, genau, OR-Value-Scanner. Den brauchen wir auch noch. Das ist hier Sachen für den Rotor. Windturbine, kinetischer Generator. Nehme ich jetzt auch schon mal mit. Oder eigentlich? Nö, komm, das muss ja noch nicht sein. Das brauche ich noch nicht. Braucht, ja, den kann ich mit in der Kiste. Den Transformator. Kabel. Ja. Okay. Dann nehme ich noch. Ne, Zinnkabel. Zinnkabel. Ich brauche Eisenkabel. Ich nehme mir mal auch sowas mit. Ja, dann brauche ich Eisenbeeren. Vielleicht haben wir da vorne ja noch ein paar. Ach, hier. Noch ein paar Kabel übrig. Die da schon gemacht sind. Und es wird schon wieder Nacht. Ja, 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 ist ja gut. So, was haben wir da dran? Kupferkabel. Immer wieder gerne genommen, auch wenn ich sie gerade nicht brauche. Eisenplatten, okay. Und auch da Eisenplatten. Dann, hier war, wurden Kabel gemacht, ja. Ach so, aus Kupfer. Moment mal, wenn ich aus die Barren ausziehe, kriege ich dann auch Kabel? Müsste eigentlich. Wir werden es ja gleich sehen. Und dann die Frage auch, wie viel? 3 waren das. Das ist gleich eine Kiste. Ne, 4 sogar. Okay. Und dann ist das ja viel effektiver. So, packe ich das mal. Moment mal, da kann ich aber auch 2 arbeiten lassen. So, okay. Ja, doch, ich kann mich ja gleich mal hin teleportieren. Ich glaube, ich habe den Wegpunkt immer... Ja, den habe ich immer noch nicht geändert. Ja, das mache ich dann nach der Aufnahme. So, scheint niemand zu sein hier. Okay, dann lege ich mich gleich mal hin. Und dann stelle ich mal den Kassenkumpel auf und alles andere, was ich dazu brauche. So, also hier in der Ecke soll das Kabel reinkommen, von da oben runter dann. Das geht dann da draußen irgendwie. Kommt das vom Turm da rüber, wird dann hier rüber gespannt. Ja, 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 Tür zu. So, bleibt mal draußen da. Aber ich habe ja Kabel mit. Moment mal, hier. Zweifach isoliertes Eisenkabel. So. Machen noch ein bisschen Platz hier. Ah, jetzt habe ich das Goldkabel vergessen. Ja, okay. Nicht so schlimm. Dann muss ich eben nochmal los. So, ich will hier den Trafo hinsetzen. Weil ja da, was war das? 2048 ankommt. Genau, 2048. Und ich will runter transformieren auf 512. Und da müsste ich jetzt mit dem Goldkabel weitermachen. Okay, das habe ich jetzt nicht hier. Deswegen setze ich erstmal das hier hin. Und zwar genau dahin, da in die Mitte. Und zwar müsste das so hingehen, weil das dann der Ausgang ist. Und dann geht hier ein Kabel hin. Ne, so. Ist das die richtige Linie hier? Ja. Und dann kommt hier der Kassenkumpel hin. Ja, da haben wir ihn schon. Ich will eine weiße Liste haben.
obendrauf die Kiste. Und der muss jetzt auch noch mit einem Kabel angeschlossen werden, natürlich. Nicht, dass mit der dann in die Luft fliegt, aber... Das sieht aber auch ein bisschen komisch aus. Müsste aber funktionieren. So. Das wäre ja schlimm, wenn mir der in die Luft fliegt. Aber wir müssen ihn auch noch befüllen. Also hier kommt noch der Scanner rein, den ich jetzt noch nicht habe. Den muss ich jetzt noch bauen. Ja, ja, das kommt alles noch. So, und hier sieht man, der Kastenkuppel hat einen eingebauten Energiespeicher. 4 Millionen EU kann der speichern. Das ist gut. Das ist gut. Aber ich will dennoch hier noch einen haben, der hat ja auch 4 Millionen. Ja, genau. Um das Ganze zu puffern. Also ich meine, es wird wohl kaum zu viel Energie produziert, aber wer weiß, vielleicht ja doch irgendwann mal, wenn mal ein paar windige Tage sind, dann ist das vielleicht so. Okay, gut, haben wir das mal gemacht. Ach, das habe ich nicht ausgeräumt. Ja, na gut, macht nichts. Mache ich dann gleich. Wir gehen also wieder zurück. Haben wir da schon mal was hingestellt? Ins Lager, genau. So, dann räume ich erstmal das Inventar aus. Moment, erstmal wieder orientieren. Platten, ja, da, Platten, Barren und Kabel, das brauche ich noch, das brauche ich auch noch, das ist Zinnkabel, okay, Goldkabel brauche ich noch, ob 22 genügt, komm, ich nehme mir mal was mit hier, falls es nicht genügt, dann kann ich noch was machen, hier, das gehört alles für den Dings hier, okay. Wenn wir schon hier sind, schauen wir auch gleich mal, Moment mal, hier erstmal nach der Kohle. Und dann muss ich ja noch die Sachen zusammensuchen für den Turm. Tja, aber der Rotor muss ja erstmal fertig werden. Nee, 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 ich will hier das rausnehmen, so. Okay, haben wir schon wieder ein bisschen mehr. Da. So, geht schön auf. Hier, diese da. Ach so, den Rest baue ich unten weiter. Okay, gut. Bauen wir eben also mal wieder ein bisschen am Rotor rum. Ich habe doch schon mal so einen gebaut, oder? So den groß? Nö. Oder? Was hängt denn da vorne für einer? Ist das ein großer? Nee, das ist kein großer. Das würde mich, da würde ich mich dran erinnern. Hier, komm, das ist ein Eisen- oder Stahlrotor. Ja, okay. Vielleicht müssen wir dann den großen Carbonrotor dennoch austauschen. Der macht eben viel Energie, ne? Also, ja, aber der braucht auch viel Windenergie. Also viel Wind, um zu funktionieren. So, ich kann auf jeden Fall... Moment mal, das hier... Ach so, ja, genau, stimmt. Ich hatte da eine Kiste, ja, was? Eins ist schon da. So. Das geht nochmal. Ich muss... Ne, Rotor. So. Hier, diese Dinger da. Ich brauche 6 davon und 3 davon. Ach so, Moment, ja. Das heißt, ich habe genug Sachen, um einen Rotor zu bauen, wenn ich die dann gepresst habe, da die Dinger. Um ein Rotorblatt zu bauen. Ich habe mich da letztes Mal ja geirrt. Das war ja doch nicht der ganze Rotor, sondern nur ein Blatt davon. Nun ja. So ist es nun mal. Manchmal irrt man sich. So, okay. Dann kann ich schon mal wieder mehr bauen hier. Da. So. Bleibt wieder eins übrig, aber okay. Dann habe ich schon mal weitere 3, okay. Hebe ich mal auf. Die werden gleich verarbeitet. Für das, ach so. Das dachte ich mir schon, oh, schon 5 übrig, schon 5 gemacht, aber nein, das war doch 5 übrig. Ja, gut. Müssen wir eben warten. Ansonsten kann ich... Ja, kann ich ja schon mal... Ach komm, wir könnten... Ja, stimmt richtig. Wir können schon mal das Goldkabel hinlegen. Dann springen wir eben mal so ein bisschen hin und her. Und zwar hier. Ja, jetzt wieder draußen, weil ich den Wegpunkt nicht umgestellt habe. Aber ja, ist mir jetzt egal.
Na, rein hier. So, Goldkabel. Das geht dann von hier aus dahin. So. Weh, der fliegt mir in die Luft. Okay, das war's schon mit dem Goldkabel. Da kommt er. Ach so, ja, genau. Wir müssen ihn auch noch befüllen hier. Richtig. Ja, okay. Machen wir alles noch. Dafür müssen wir auch noch ein bisschen Material sammeln. Und ich hoffe, dass ich davon auch alles habe, was ich brauche. Aber wenn ich es nicht wirklich direkt vorrätig habe, dann kann ich es mir schon noch irgendwie besorgen. Okay, dann also wieder zurück zum Experimentierfeld.